als auf dem Eis in Bratislava die schlechteste Mannschaft aller Zeiten den WM-Pokal in die Höhe reckte und in der finnischen Heimat Zehntausende jubelnd auf die Straßen strömten, dankte einer der Eishockey-Weltmeister der deutschen Nationalmannschaft. Bildergalerie Eishockey-WM, Zeugnis des DEB-Teams mit Dreisaitl, Seider, Kahan, Grubauer 29 Bilder, wir mussten wohl dieses Spiel verlieren, das hat uns einen Extraschub gegeben, sagte Abwehrspieler Petteri Lindbom nach dem 3:1-Triumph im Endspiel gegen Kanada. 5 Tage vor dem Final-Coup hatten Leon Dreisaitl und Co. die Finnen mit 4:2 geschlagen, dann startete das Team der Namenlosen durch und schaltete nacheinander den Titelverteidiger Schweden, den Rekordweltmeister Russland und die kanadische NHL-Auswahl aus. Am Ende stand der dritte WM-Titelgewinn der Legionard, einer der überraschendsten in der Eishockey-Geschichte. Söderholm lobt Landsmänner mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sah Bundestrainer Toni Söderholm den unerwarteten Triumph seiner Landsleute. Am Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass sie es schaffen könnten, sagte der Finne. Aber sie geben von der ersten Sekunde bis zur letzten 1000% für ihr Team. Gott sei Dank ist das im Mannschaftssport entscheidend, jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen. Hier geht's zum Shop, Anzeige, dass nur die Auswahl des Deutschen Eishockeybundes DEB, den Weltmeister in der regulären Spielzeit besiegte, machte ihn zwar stolz. Aber, ganz ehrlich, es ärgert mich noch ein bisschen mehr, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben. Es wäre noch mehr drin gewesen, sagte Söderholm, der mit seinem Team im Viertelfinale mit 1:5 an Tschechien gescheitert war. Die Finnen, die ihren Erfolg von 2011 an selber Stelle wiederholten, verspürten nicht nur unbändige Freude, sondern auch Genugtuung. Vor der WM waren sie in den heimischen Medien als schlechteste Mannschaft aller Zeiten verspottet worden, weil nicht ein Stammspieler aus der NHL dabei war. Das hat uns eine Menge Energie gegeben, sagte Kapitän Marco Anttila. Anttila wird zum Nationalheld, der 34-Jährige, bei Jokerit Helsinki alles andere als ein Torjäger, war mit 4 Treffern in den K.O.-Spielen, 2 davon im Finale, einer der überraschenden Väter des Erfolgs. Jetzt ist er ein Nationalheld, meinte Lindbom, der nach einem gescheiterten Nordamerika-Abenteuer beim HC Lausanne in der Schweiz sein Geld verdient, lachend, das Einzige, was zählt, ist das, was in der Kabine passiert, sagte der Verteidiger, jeder hat für den anderen gespielt. Es hat perfekt funktioniert. Wir haben nicht die besten Individualisten, aber das beste Team. Mit diesem Mannschaftsgeist verlor Finnland zwar gegen Deutschland, beendete aber die Titelträume der Superstars. Schwedens Torwartlegende Henrik Lundqvist verzweifelte ebenso am Team der Namenlosen wie Russlands NHL-Torschützenkönig Alexander Ovechkin. Bildergalerie Eishockey-WM, die Stars mit Dreisaitl, Ovechkin, Kane 11 Bilder, es war eine unglaubliche Reise, meinte Anttila, ich hoffe, die Leute in Finnland hatten genauso viel Spaß wie wir. Hatten sie, in Helsinki feierten 10.000 Fans ausgelassen auf dem Marktplatz, Dutzende sprangen im kalten Regen in Unterwäsche in den Hervis-Amandalbrunnen. Das ganze Land dreht durch, sagte Lindbom und grinste. Let's block it's, why?